Hallo und willkommen bei einer kleinen Folge, und zwar vom LS17. Heute mal, jetzt spiel, jetzt reiß dich mal zusammen. Irgendwas buggt aber an meinem PC, weil seltsamerweise ruckelt alles. Egal, keine Ahnung, was das für ein Spiel für ein Problemchen hat. Wie gesagt, das Spiel hat immer. Manchmal haben Spiele immer irgendwo ein Problem. Jetzt, wo habe ich aber das Ding hier hingestellt? Alter, Alter, jetzt, das ruckelt echt. Normal habe ich doch auch immer 50 FPS. Egal, irgendwas hat der hier nicht richtig synchronisiert oder, jetzt, wo war ich denn? Also. Und zwar bei dem. Ich suche gerade dieses Ballenwickel-Dingsbums. Und zwar bei der Frage, wieso ich nicht meine Qualität verbessere. Weil die kam ja neuerdings. Oh Gott. Oh Gott. Irgendwas hat das Spiel jetzt für. Was jetzt nicht so richtig funktionieren will. Egal. Und zwar, wieso meine Qualität ich jetzt nicht verbessern will. Und so. Das Problem ist. Es bringt mir nichts, wenn ich die Qualität verbessere, aber nur, glaub, nicht mal 100 Videos habe und, wie gesagt, nicht mal wirklich lange YouTube mache. Das bringt einfach nichts. Das bringt einfach für mich nichts, auch nichts für meinen Geldbeutel wirklich, und für euch bringt es auch nichts, weil es kann sein, dass ich mal wieder keinen Bock auf YouTube habe und dann kein YouTube mache. Das bringt dann für euch auch nichts. Wie gesagt, nämlich, deswegen werde ich meine Qualität noch nicht verbessern. Es werden bestimmt wieder ein paar herumheulen und so. Wie gesagt, und ich glaube, das Spiel heult auch mal wieder wegen jedem kleinen Scheiß-Synchro. Ding, normal dürfte es. Normal müsste es mal synchronisieren hier alles, aber obwohl ich hier fünfmal schon vorbeigefahren bin, aber anscheinend kriegt das Spiel heute einfach erstmal nicht hin auf die Reihe. Aber so ist halt das Liebesspiel. Es hat immer manchmal ein Problem. Aber wie gesagt, das ist halt einfach mein Problem, weil, wie gesagt, es kann sein, dass ich dann nach 3 Monaten, wenn ich die Qualität verbessere, keinen Bock mehr auf YouTube habe und dann nichts mehr mache. Es bringt dann auch nichts. Es bringt dann nichts für euch, bringt nichts für mich. Wie gesagt, es ist einfach nicht so, meiner Meinung nach, nicht wirklich wirtschaftlich, sowas überhaupt dann zu betreiben und so. Es werden jetzt bestimmt jetzt wieder ein paar wieder jetzt alles überdramatisieren, aber. Wie gesagt, genau das ist das Problem. Ja, hört sich kurios an, ist auch kurios, aber wie gesagt, ich sehe es halt nicht ein, dass ich halt eine bessere Qualität mache und kaum wirklich aktiv auf YouTube bin. Wie gesagt, ich mache ja selten Videos oder Streams. Das bringt dann eigentlich auch nichts wirklich. Es hört sich kurios an, aber ist halt so. Und ich glaube, es könnt ihr sozusagen alle auch verstehen, dass das sozusagen ein bisschen Quatsch ist sozusagen, und naja, lol, die Ballen sind durchsichtig, ohne Scheiß, lol. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr versteht diese ganze Diskussion. Wenn ihr sie nicht versteht, dann könnt ihr jetzt ab hier, ab dem Videozeitpunkt abschalten, weil jetzt werde ich noch normal noch weiterspielen und im Video weiter zeigen. Und naja, also wie gesagt, diejenigen können dann schon mal abschalten. Und nächstes Thema. Und was kommt als nächstes? Und zwar, ob ich den FarmSim 2019 zeigen werde. Und ob ich mir die 7-Version hole oder die normale. Ja, das ist ein sehr, sagen wir mal so, spannendes Thema, gerade auch für mich, weil, wie gesagt, ich habe immer überlegt, CD oder Steam. Entscheidung fällt noch nicht, aber ich werde mir den LS19 holen. Ob ich ihn zeigen werde, liegt halt daran, ob das Spiel wirklich Neuerungen hat oder nicht. Das ist halt auch immer dieses Problem, nämlich, ob es halt wirklich was bringt oder nicht. Aber an sich halt würde das halt nicht wirklich so
was dann halt bringen. Aber wie gesagt, wir sind jetzt schon bald fast schon wieder am Ende vom Video. Ich fahre jetzt mit dem Video zurück und hoffe, das Spiel wieder lädt mal wieder alles gescheit. Wie gesagt, das sind manchmal Problemchen vom Spiel und so. Wie gesagt, im Livestream habe ich es ja auch nicht geruckelt und so wirklich. Also, ich habe einfach so das Gefühl, da irgendwo ist ein Mod drin oder irgendwas, was halt wieder irgendwas nicht so Gutes macht. Irgend so ein Script oder so. Kann ja mal wieder sein und so. Auf jeden Fall. Eine noch kuriosere Nachricht war, gestern hat mich ja Smiles LP sehr überrascht. Wie gesagt, er kam einfach zu mir und sagt so, mitten bei Jason so, als wir so gezockt haben, so, ich dürfte auf seinen LS-Server aufnehmen und so. Ich dachte mir auch gedacht so, was ist jetzt los und so, weil ich wusste nicht mal, was passiert und so. Das war einfach so, einfach sehr kurios und so. Und zu der ganzen, wie viel Aufrufe und sonstiges macht Diskussionen, sage ich nur, es ist mir egal, wie viel Aufrufe ich mache auf YouTube und so, Hauptsache ich habe Spaß. Also die Leute, die immer meinen so, hey, du hast 30 Abonnenten oder einen Aufruf, ist mir doch egal, da hat einer immerhin angeklickt. Ich weiß selber nicht, weil wieso sollte ich meine eigenen Videos anklicken? Ja, das war's schon mit dem schönen Ballentwickler und ich sage jetzt, ciao, tschüss.